Reicht das Ziel ohne Gegner Schaden zuzufügen? Oh nein. Okay. Und natürlich sind das riesengroße Viecher. Ah, das ist das Level. Wow. Okay, da habe ich ein kleines Problem, da ich zwischen denen lande. Aber ich habe es geschafft. Schaffe ich bestimmt kein zweites Mal in meinem Leben. Also muss ich das auf Anhieb auch das ganze Level schaffen. Das ist das gleiche, wo wir eben noch durchgegleitet sind die ganze Zeit. So, Zeit habe ich ja, das Level zu lösen. Das ist ja schon mal ganz gut. Da muss ich jetzt warten, bis er runterkommt. Sonst schaffe ich das nicht, ohne ihn zu erwischen. Das dürfte eigentlich schon reichen. Ah, hier ist gleich nochmal. Noch weiter ein Stück. Ja. Ey, das ist der Kollege. Hey, was ist der Kollege? Schön, dass du da bist und ich diesmal auf dem Boden darf. Mann, die tanzen immer zur Musik. Das ist echt scheiße. Dadurch verwirren die mich nur. Okay, geschafft. Ja. Sie dürfen mich natürlich immer auch verletzen. Aber ich war eigentlich schon relativ weit gekommen, glaube ich, ne? Schade drum. Also nochmal. So, jetzt haben wir die Stelle, die ich kein zweites Mal in meinem Leben schaffen werde. Seht ihr, die schafft man kein zweites Mal. Das ist so ein Ding, das klappt einmal. Sieht unmöglich aus und das ist es auch. Ich durfte einmal vorführen, wie es ist, wenn es so wäre. Oh, okay, geschafft. Nein, was? Ich bin im Leben nicht auf ihn draufgesprungen. Nö, er hat sich einfach selber in die... Boah, das ist so eine Schwalbe, Mann. Wie beim Fußball mit dem. Der hat sich einfach selber da einfach zugedeckt in seinem komischen Panzer. Dann versuchen wir mir die Schuhe dafür zuzubinden. Was? Ach, ihr wisst doch, was ich sagen will. Tut man nicht so, ihr Stinke. Auf jeden Fall ist das sehr schlecht. So, jetzt muss man... Ja, allein schon an Levels, die man oft probieren muss, hasse ich, glaube ich, am meisten, wenn man an irgendeiner Stelle warten muss. Ich bin kein Wartemensch, erst recht nicht, wenn es um die Wiederholung geht. Und ich habe gerade rausgefunden, wenn ich schüttel, macht er auch so einen Sprung. Ich meine, dafür kann man L oder R drücken. Aber schütteln tut's auch. Okay, die Stelle wieder. Die Stelle wieder. Oh Mann. Wow, warte mal. Ich muss so machen. Ja, hab nur ein kleines Problem. Ich zerstöre den Typen. Alter, das ist ein Gegner. Wieso? Okay. Zweimal auf einem Gegner landen. Zählt auch als zwei. Ja. Scheiße. Ich weiß nicht, wie ich an der Stelle vorbeikommen soll. Ohne dass dieser Fettsack. Ja. Ach komm. Level verlassen, das ist zu viel Kacke für mich. So, jetzt wieder so ein Level. Reicher 10 Mini-Format, ohne die Schlangenblöcke zu benutzen. Okay. Geht doch, oder? Oh fuck, ich bin einfach runtergefallen. Ich meine, ich kann nicht mal den ersten Sprung. Na gut. Oh fuck. Dieser kleine Luigi, der ist nicht schön zu kontrollieren. Er ist mir zu leicht. Und vor allem zu klein irgendwie. Weiß ich nicht. Der ist zu unübersichtlich, finde ich. So, was machen wir denn hier? Ich glaube das. Und dann das. Ja, ja. Okay. Ach, ich darf hier den Boden berühren. Oh, das habe ich vergessen. Ich dachte, ich darf auch nicht auf diesem Boden hier landen. Na, dann ist ja gut. Wo ist der Typ? Oh, das ist ja gemein, weil ich ihn nicht sehen kann. Okay. Fies. Oh, schon verkackt. Ja, bitte neu starten. Ich weiß auch gar nicht, warum der Zeiger immer auf Nein steht, weil... Das ist halt blöd. Natürlich, wenn man das neu starten, wenn man auf Neu starten klickt. Ich meine, es ist ja nett, dass man nochmal gefragt wird, aber...
kann man auch ruhig mal den Zeiger auf Ja lassen, weil man echt davon ausgehen kann, dass man da nicht umsonst drauf drückt. Okay. Aber den Boden darf ich berühren, das ist nett. Bin ich? Ah, hier. Oh, er ist über... Cool, wie soll man das voraussehen, dass er dann genau dann da ist? Ich meine, ist ja nicht so, dass mein Fernseher, Schrägstrich, euer YouTube-Bildschirm irgendwie hinter dem Rand da rechts weitergeht. Nein, er endet irgendwann und dann sieht man nicht, was dahinter passiert. Und das ist kein 16 zu... Nee, warte, 16 ist das Breitformat, oder? 16 zu 9. Dann... Ist das kein 56 zu 9? Ha, jetzt habe ich es aber euch angegeben. Also nicht euch, aber meine intellektuellen Witze kennen keine Grenzen. So, auf ein neues hier, ne? Vielleicht muss ich auch von hier einfach springen. Das löst einige Probleme. Soll ich hier rein? Irgendwas sagt mir, dass es hier noch lange nicht vorbei ist. Sondern dass gerade mal die Aufwärmphase war. Oh, ein Typ, der Feuer schmeißt. Und immer so einen komischen Zickzack läuft. Schluss damit. Okay, hier lande ich. Natürlich sieht man reichlich wenig. Aber es sollte noch reichen. Um klaren Verstand zu haben. Oh Mann, Feuer, Mann. Oh Mann, noch einer. Das sind zu... Oh, ich habe überlebt irgendwie. Ich wollte schon rumfliegen. Okay, weiter geht's. Nächster Bereich. Immer noch kein Ende. Fragezeichen. Da kommt doch noch irgendwas. Nein, da kommt nichts mehr. Oh, ich hab's geschafft. Ja, Mann. Wieder einmal gewonnen. Boah, ich habe aber Glück gehabt mit den Feuer... Hammer-Feuer-Brüdern da. Da habe ich wirklich Schwein gehabt, dass ich nicht erwischt wurde. Gold. So lobe ich mir das. Balance. Akt. Balance. Balance. So spricht man das aus. Also ich muss immer auf diesem Felsen bleiben. 15 Sekunden, 40 Sekunden, 60 Sekunden. Oh, er fällt dir jetzt schon. Ey, warte, wenn ich links stehe. Tschüss. Schade. Okay. 15. 15 könnte man schaffen. Ich meine, ich habe gerade schon die Hälfte erreicht. Oh, tschüss. Okay, das war jetzt noch schlechter. Also auf jeden Fall in der Luft bleiben, solange ich kann. Eigentlich soll das Ding in die andere Richtung mal gehen. Und jetzt wieder in die Richtung. Na komm, 15. Ja! Haha, ihr Trottel, ich hab's geschafft. Also ihr Trottel von Nintendo. Nicht, dass ich einer von euch angesprochen fühle. Ich hab mal in irgendeinem Part von meinem Yoshi's Island Let's Play, habe ich mich noch voll aufgeregt und da habe ich gesagt... Was habe ich nochmal gesagt? Weiß ich gar nicht mehr. Ich habe da irgendwas Böses gesagt und einer hat sich ja voll angesprochen gefühlt und dann, oh, ich sterbe dir nicht, aber das ist ja so, kann man heute mit seinen Zuschauern reden. Da dachte ich mir auch so, pff, wenn er so denkt, dann brauche ich ihn auch gar nicht überreden, da, dass das nicht so gemeint war. Dann soll ich Leichen einfach gehen. Okay, es gilt Levelabschluss. Warte mal, was war das Kriterium? Ich habe kein Kriterium gelesen. Ah, ich glaube, ich habe es verstanden. Sammelt kein Geld und es gibt keinen Kompromiss. Keine Gegner, keine Münzen, keine Kugeln, kein gar nichts, oder was? Also ich darf im Prinzip gar nichts in diesem Level antasten. Wisst ihr, warum ich das nicht darf? Weil ich gerade in der Vergangenheit bin. Und wenn ich irgendwas anrühre, könnte ich damit Sachen in der Zukunft verändern. Weil ich ja gerade eine Zeitreise mache. So, wie soll ich denn das hier schaffen? Hier gibt es irgendwie gar keine Gelegenheit. Ist ja Boden. Okay, immerhin. Das ist übrigens dieses eine Level hier, das hatten wir schon mal. Okay, auch nicht diesen Dingskreis berühren. Okay. Den Typen darf ich auch nicht berühren. Puh, boah, das war klar. Kleines Problem. Ah, okay, geschafft. Ende wäre jetzt sehr großzügig. Wow. Ah, man rutscht hier durch.
Nein, oh, das ist das Ziel. Oh mein Gott, das mache ich nicht nochmal. Das mache ich nicht nochmal. Das zählt in meinen Augen als geschafft. Larry ohne Boden berühren. So, der erste Treffer geht hier schon mal fit, denke ich. Ah, und jetzt? Okay, einen Wandsprung muss man immer schaffen. Und vorbei. Ich hätte direkt auf Larry landen müssen. Hm, das wird nicht einfach. Okay. Ist irgendwie... Ups, fuck, ich wollte ihn noch nicht treffen. Oh Mann. Oh Mann. Das ist jetzt blöd. Okay, nochmal Larry. Achso, lässt euch immer anfangen zu spielen. Oh, blödes Timing, gerade in der Luft da zu sein. Merke ich schon. Also das erste Mal schafft man das. Hier kommt ja das Wasser, du springst auf den drauf. Das Zeug verschwindet, das geht noch. Aber danach wird das nicht mehr so schön. So, gleiches Problem. Ich bin irgendwie auf ihn drauf und habe dann nicht mehr noch einen Sprung geschafft. Und zerstöre den Typen aus Versehen. So, Wasser schwindet. Ah, jetzt bin ich auf seiner Shell gelandet. Das ist ja auch super. Luftkampf mit Larry. Nein, ich wollte noch einen Sprung machen. Fuck. Okay. So. Oh, das war, glaube ich, zu früh gesprungen. Ja, das war zu früh. Ich muss, die Performance hier muss perfekt sein, ist das Problem. Es gibt einen Weg, wie man löst. Also wie man dieses Level löst. Und das muss man hier auch erreichen. So, jetzt kommt der ja hier. Genau. So, komm mal, ich bin aber schon auf dem Ding drauf gewesen. Das kann man schon behaupten. Naja, okay. Das Spiel hat recht, ich lüge. So. Oh. Okay. Ja. Habe ich nur ein Problem noch? Ist genau auf. Ah, das ist gut. Yeah! Ich weiß nicht, ob ich schon auf dem Boden sein darf. Okay, doch. Geschafft. Oh yeah. Eine Mission mehr. Tanzender Luigi. Wie schön ist das? So, und wer dachte, hier ist vorbei? Hier geht's noch lange weiter. Okay, erreicht den Zierring im Mini-Format. Ach, das ist so ein Level, Welt 8 Level gewesen. Schon ein bisschen her, da ich das gespielt habe, aber es war kein schönes Level auf jeden Fall. Oh fuck, da wollte ich eigentlich nicht runterfallen jetzt. Darauf habe ich es nicht angelegt. Festhalten? Wer ist mit Festhalten? Nein, wir machen einfach unser Ding. Das ist doch der Grund, warum ich dann noch in dieses Ding gekracht bin am Ende. Okay, auf ein neues. Das ist gleich eine Stelle, wo ich sicher stehen kann. Hier zum Beispiel. Soll ich diesmal festhalten? Macht der gar nicht. Ach, der kleine Viech-Typ kann sich gar nicht festhalten. Das ist ja cool. Ja, cool, dass er eigentlich weiß, wie da sowas gehen soll. Okay. Hier bin ich sicher. Fragezeichen. Weil ich es nicht mehr weiß. Okay. Dinger durchbauen nicht den Boden. Muss ich oben oder unten lang? Ich denke mal. Okay. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich dachte, es wäre cool, wenn ich dieses grüne Ding mir nehme. Aber er hat die Plattform verlassen. So, ich sag mal hier Plattform. Und es strickt hier runter. Und ich konnte nicht weiter in diese Richtung gehen. Keine Ahnung warum. So, jetzt hier warten. Das Level hat leider viel mit Warten zu tun. Und Zeit überbrücken. Mag ich ja nicht so, ne? Ist ja auch kein Geheimnis. So, hier ist man wieder sicher.
Diesmal hole ich mir nicht dieses grüne Zeug. Das hätte mir ja eh keinen Vorteil gemacht. Also ich muss da oben hin. Hier sollte ich noch sicherstellen. Und hier auch, oder? So viel sieht man ja gerade nicht. Wow, okay. Nicht so sicher, wie man sich das vielleicht erhofft. Fuck. Muss ich da hin? Bitte ja. Nein, die Antwort lautet nein. Jetzt ist es zu spät. Naja. Schade. Nee, kein Bock mehr. Oh, weiter geht's nicht. Gut, ich vermute, ich müsste eine dieser Missionen schaffen, um neue Levels freizuspielen. Das habe ich leider nicht geschafft. Mach mal einfach Boost-Modus. Für die Herausforderung mit Boost-Modus wird eine Wii-Familie und einen Pro-Controller benötigt.